Wir sind zwei Tage vor dem Westduell in der dritten Liga. Unser Auswärtsspiel beim MSV Duisburg am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr. Herzlich willkommen hier in der Schüko Arena zu unserer Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Mitch Kniat. Hallo Mitch. Und zunächst will ich euch darüber informieren, wie die Situation der Eintrittskarten aussieht für dieses Auswärtsspiel. Bis heute Mittag, und wir haben jetzt 14 Uhr am Donnerstag, sind 3050 Eintrittskarten für den Gästeblock verkauft. Aktuell stehen über den Online-Shop noch 250 Eintrittskarten, ausschließlich Sitzplätze für den Oberrang, zur Verfügung. Es wird in Duisburg keine Tageskasse für Gästefans geben. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt von heute Nachmittag, Donnerstagnachmittag bis zum Spiel die ausstehenden 250 Eintrittskarten noch verkaufen werden. Wir würden dann landen bei 3.300 Arminia-Fans, die unsere Mannschaft unterstützen. Westduell, sage ich gerne auch nochmal, hört sich so nah an. Wir bleiben innerhalb NRWs, aber die Entfernung von Bielefeld nach Duisburg sind immerhin 170 Kilometer. Ein ganz starker Rückhalt, eine ganz tolle Kulisse für deine Mannschaft. Wie kommt das bei dir an, wenn du so eine Information bekommst, und wie nimmst du vielleicht auch die Mannschaft auf, Mitch? Erstmal hallo zusammen. Ist, glaube ich, sehr positiv, vor allem wenn man dann hört, dass man nochmal ein paar Karten nachordert und die dann auch relativ schnell weggehen. Freut es uns natürlich. Ich glaube, zeigt auch, dass wir ja mit der letzten gezeigten Leistung da so einen positiven Schwung mitnehmen können. Und ich glaube, wenn wir eins machen können, dann ist das, dass wir uns auf unsere Fans verlassen können. Und deswegen freuen wir uns da auf die schöne Kulisse. Da wir also davon ausgehen, dass der Gästebereich ausverkauft sein wird an dieser Stelle, manchmal vergessen wir es, sage ich auch ehrlich, der Hinweis aufs ASC-Fanradio. Auch am Samstag sind die Kollegen selbstverständlich vor Ort und übertragen die 90 Minuten dann aus Duisburg. Eure Fragen an Mitch Kniat, bitte. Marc Kracht beginnt für das Westfalenblatt. Ihr habt jetzt den Heimsieg vorgelegt, was ihr bis jetzt in dieser Saison noch nicht geschafft habt, auf einen Sieg eben noch einfolgen zu lassen. Wie wichtig wäre es jetzt am Samstag? Sehr wichtig, vor allem, genau das haben wir auch angesprochen, dass wir halt diese kleine Serie, die wir bis jetzt haben, weiter ausbauen wollen und vor allem dann auswärts nachlegen wollen, weil ich glaube, das würde dann auch ja die drei Punkte, die wir jetzt eingefahren haben, nochmal versüßen, und das ist auch das Ziel jetzt in Duisburg, dass wir dann nachlegen wollen und vor allem auch mit genau derselben Art und Weise wie in dem letzten Heimspiel. Kerstin Kalkreuter für die Neue Westfälische. Ja, hallo in die Runde, hallo Mitch. Kannst du vielleicht einmal einen Ausblick aufs Personal geben? Gerrit Gulke fehlte ja jetzt zum Beispiel letzte Woche wegen seiner Oberschenkelverletzung. Wie sieht's da aus? Genau, es waren halt muskuläre Probleme. Wie gesagt, wir waren da auch sehr vorsichtig, sind es auch weiterhin. Stand der Dinge ist aber jetzt, dass er morgen ins Mannschaftstraining wieder einsteigen, mit 100% sein wird. Und dann gehen wir davon aus, dass er am Wochenende eine Option ist. Aber wie gesagt, wie es bei Muskelverletzungen ist, muss man da wirklich von Tag zu Tag gucken. Man darf da auch kein Risiko eingehen, weil ja, wenn es dann irgendwie schlimmer wird, haben wir alle nichts davon. Und die andere Personalie ist noch Leo Oppermann, der jetzt auch wieder die Handschuhe anhat, der ja was am Daumen hatte. Deswegen, da geht es auch wieder bergauf. Und ansonsten können wir aus den Vollen schöpfen. Marc Kracht. Du hast Gerrit Gulke jetzt angesprochen. Wenn der auch wieder zur Verfügung stünde, hättest du in der Innenverteidigung jetzt auf einmal wieder vier Optionen. Wie schwer ist es da für dich, jetzt sich zu entscheiden? Schneider und Große haben es jetzt am vergangenen Wochenende wirklich gut gemacht. Ja, genau. Aber vorher, die beiden haben es auch gut gemacht. Ich bin ein Freund davon, ja, der lieber ein bisschen schwere Entscheidungen suchen muss, weil das heißt, dass die Jungs auch immer abliefern, und das wird am Wochenende genauso sein. Wie gesagt, wir können dann aus vier Leuten entscheiden und dann ja, machen die Jungs es mir nicht einfach, dass ich mir entscheiden muss, aber ich habe das halt so gesagt, auf jeden Fall lieber, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann und dann halt ein, zwei schwere Entscheidungen treffen muss. Ist ja nicht nur auf der Innenverteidigerposition, sondern das geht ja durch die ganze Mannschaft. Und deswegen freue ich mich, dass ich da auf jeden Fall ein paar schwere, aber auch harte Entscheidungen treffen muss. Ja, wenn wir so aufs Mittelfeld gucken, da haben sich ja jetzt gegen Dortmund Marius Wörl, Nassim Bouchelab und Sam Schreck eigentlich ja, als sehr positives Trio hervorgetan. Sind sie jetzt dann auch fürs Wochenende gesetzt, oder lässt du dir da auch alle Optionen wieder offen?
Ja, ich hatte es schon mal vor einigen Wochen gesagt, also Gesetz ist bei mir eher keiner. Wie gesagt, es kommt auch dann immer so ein bisschen auf den Gegner an, wo halt ein bisschen was passt. Aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass die drei einen sehr guten Eindruck gemacht haben. Ich glaube, die Mischung war sehr gut mit zwei Leuten, die gegen den Ball extrem fleißig sind, plus Nasim, der halt auch wirklich immer wieder in engen Räumen Lösung findet, der aber auch fleißig gegen den Ball ist. Die Mischung war richtig gut und diese Kombination hat echt gut gepasst. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch am Wochenende genauso sein wird. Aber wie gesagt, die anderen, die dahinter sind, die haben es ja auch gut gemacht. Auch die Einwechselspieler, wie gesagt, haben ihre Leistung gebracht. Deswegen ist es auch auf den Positionen wieder schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Wie wichtig war es für Manuel Winsheimer, sein erstes Tor jetzt mal erzielt zu haben? Ich glaube, für ihn persönlich war es sehr, sehr wichtig. War ja bei Fabi Kloster vor ein, zwei Wochen genauso, wo er noch nicht getroffen hat und dann ist der Knoten geplatzt. Bei Manu haben wir ja den Tag auch alle herbeigehofft. Jetzt ist es soweit und vor allem mich hat es für den Jungen halt extrem gefreut, weil ja, jedes Training ist er da, gibt Vollgas, ist egal, ob er von Anfang an spielt oder reinkommt. Wie gesagt, immer bei 100%. Ich glaube, wenn man auch gesehen hat, am Wochenende, wo er reingekommen ist, dann waren, glaube ich, innerhalb von, 20 Sekunden 30, 40 Meter Sprints immer wieder, läuft immer wieder an, ist da extrem hartnäckig und vor allem fleißig. Und ja, ich glaube, da hat der liebe Gott den Fleiß ein bisschen belohnt von ihm. Nachfrage dazu, ja. Kannst du einmal beschreiben, was im Moment für Winsheimer, was für Klos spricht und oder eventuell auch für beide mal wieder zusammen? Ja, es sind beides auf jeden Fall Torjäger, das haben sie gemeinsam und trotzdem sind es andere Spielertypen. Also Fabi ist der Typ, der in der Box immer da ist, kann die Bälle festmachen und verlängern und Manu ist halt viel, viel mehr unterwegs. Wie gesagt, ich will nicht sagen fleißiger, aber der ist halt einfach vom Naturell her immer unterwegs. Ist wie so ein kleines HB-Männchen, das kriegst du einfach nicht kaputt. Ist überall dabei, den musst du nicht anschieben und das sind halt die unterschiedlichen Spielertypen und beide haben irgendwo ja ihre krasse individuelle Klasse und ja, es hängt halt immer am Gegner ab, was gerade genau passend ist, aber egal wie ich wechsle, wer von den beiden beginnt oder wer reinkommt, die haben bis jetzt immer ihre Leistung gebracht und ich bin mit beiden sehr, sehr zufrieden. Kerstin Kalkreuther. Ja, jetzt spielt ihr ja am Wochenende gegen Duisburg. Da ist ja auch erst vor kurzem der Trainer gewechselt und sie hatten unter der Woche, also letztes Wochenende ja spielfrei. Konntet ihr euch schon dann darauf einstellen, wie Boris Schommers spielen lassen wird und worauf wird es ankommen? Ja, auf jeden Fall. Also er war ja vorher nicht irgendwie vereinslos, hat ja vorher auch einen Verein gehabt mit Düren. Wie gesagt, da gibt es halt auch Videos zu, die haben wir uns natürlich angeguckt. Genauso hatten sie halt ein Pokalspiel gegen KFC Uerdingen. Das haben wir uns auch angeguckt und wir sind auf jeden Fall auf mehrere Szenarien vorbereitet. Aber 100%ig darauf vorbereiten ist immer schwierig, weil, ja, wie gesagt, sie hatten erst ein Spiel gehabt mit dem neuen Trainer. Aber wir haben uns auch für mehrere Sachen vorbereitet und ich glaube, dass wir auch gut tun, dass wir uns eher ein bisschen auf uns konzentrieren, wie wir es in den letzten Wochen auch gemacht haben. Klar, immer mit ein paar Anpassungen, aber dass wir halt unseren Stiefel, den wir jetzt hier auch gezeigt haben, in den letzten Wochen weiter durchprügeln. Du kanntest die dritte Liga ja auch schon vorher. Überrascht dich das Abschneiden vom MSV Duisburg bisher? Ich tue mir immer schwer, andere Mannschaften zu bewerten, genauso andere Trainer, weil ich bin viel zu weit weg. Ich kenne MSV Duisburg immer nur aus den Spielen, die wir dann damals mit Fergin sie hatten. Da waren sie immer extrem gut, sehr gut vorbereitet, eine fiese, eklige Mannschaft. Und das erwarte ich jetzt am Wochenende auch. Was da intern im Verein los ist, kann ich schwer beurteilen. Wie gesagt, ich kann immer nur über Arminia Bielefeld reden und das ist auf jeden Fall alles sehr positiv und funktioniert. Und über andere Vereine tue ich mir immer schwer, irgendwie da von außen mitzureden. Hat es irgendwie einen Einfluss, dass die Moment Tabellenletzter sind für euch oder dass da natürlich auch Druck da sein wird für den MSV am Samstag? Nee, also auf unsere Vorbereitung eher nicht. Das Einzige, was da ein bisschen anders ist, dass der Trainer noch kein Spiel vorher hatte. Das heißt, das wird ein bisschen komplizierter. Aber auch da sind wir mit meinem Trainerteam gut vorbereitet. Wie gesagt, die machen ihren Job genauso gut wie immer. Und ob sie jetzt Druck haben, hat jetzt für uns irgendwie kein Hintergrund oder ist jetzt für uns nichts Wildes, wo wir uns extra darauf vorbereiten müssen. Ich glaube, das haben viele Mannschaften Druck. Wir haben auch in den letzten Wochen immer Druck. Wir haben am Wochenende wieder Druck. Deswegen, ich glaube, damit muss jeder umgehen können und ändert dann in den 90 Minuten eher weniger. Habt ihr noch weitere Fragen an Mitch? Sonst wären wir heute schnell durch. Keine mehr. Vielen Dank für die Fragen. Mitch, vielen Dank fürs Beantworten. Dir und der Mannschaft
den bestmöglichen Erfolg am Samstag. Alles Gute allen Arminia-Fans, eine gute Anreise am Samstag zum Spiel nach Duisburg und heute noch einen schönen Nachmittag.